Im Jahr 2014 fanden erstmals die Stuttgart Beach Open statt. Die Premiere des ersten internationalen Beachvolleyballturnieres in der Landeshauptstadt wurde auf dem extra angelieferten und perfekt vorbereiteten Sand auf dem Gelände des Olympiastützpunkt Stuttgart durchgeführt. Ja, der Beachvolleyball am Olympiastützpunkt Stuttgart seit 2009 Bundesstützpunkt und immer weiter zum Magneten in Deutschland geworden mit unserer Beachhalle und jetzt hier dieser Outdoor-Beach-Anlage, der Höhepunkt jetzt bei Stuttgart Beach Open, Heimspiel für unsere Athleten und ja, wir sind alle froh, dass wir das hier haben können. Zum einen ist es natürlich ein riesiger Stellenwert, weil es ist das erste Turnier hier in Stuttgart. Es ist ein internationales Beachvolleyball-Turnier der europäischen Serie vom Europäischen Verband CEV. Darüber gibt es noch eine Turnierserie des Weltverbandes. Da wird viel mehr Geld ausgespielt, da spielen manchmal noch bessere Teams. Aber wir haben einige von dieser Welttour auch hier dabei. Zum Beispiel eben Carla Borger und Britta Büte, die nach dem Endspiel stehen. Oder auch die an 2 und 3 gesetzten Schweizerinnen sind regelmäßig auf der World Tour dabei. Nachdem es an den ersten Trainingstagen schlechtes Wetter gegeben hatte, kam plötzlich zum Finalsonntag die Sonne hervor, sodass die Finalspiele vor einer riesigen Kulisse ausgetragen werden konnten. Ja, nach 9 Monaten Vorbereitung, jetzt hier die ganze Woche voll im Beachvolleyball-Fieber und ja, wir haben 2 Tage, 3 Tage Regen gehabt, heute Sonne zum Finale und das wird hoffentlich der versöhnende Abschluss für alle werden. Die Premiere der Stuttgart Beach Open war an sich super. Mit dem Wetter hatten wir leider ein wenig Pech. Die Sportler haben uns bisher ein tolles Feedback gegeben. Die Organisation läuft. Heute am Finaltag regnet es nicht. Die Sonne kommt immer wieder raus. Von daher sind wir rundum zufrieden. Bei den Frauen setzten sich Carla Borger und Britta Büte durch. Im Finale ließen Borger und Büte, die kurz zuvor den DM-Titel geholt hatten, Anouk Vergé-Desprez und Isabelle Forrer aus der Schweiz wenig Chancen. Beide Teams zeigten tolle und lange Ballwechsel. Am Ende jubelten dann die 1300 Zuschauer auf rangvollen Tribünen den Lokalmatadorinnen zu, denn Borger und Büte setzten sich in 4 Sätzen durch. Ja, wir sind jetzt gerade hier bei den Stuttgart Beach Open und wir hatten gerade unser letztes Spiel des Finales, haben wir gewonnen. Wir sind super glücklich, dass wir das für uns entscheiden konnten. Wir hatten uns vorher vorgenommen, hier kein Spiel zu verlieren. Das haben wir geschafft, auch wenn es am Ende ziemlich knapp war. Aber die Zuschauer haben uns getragen. Es war eine geniale Stimmung. Die Sonne ist da. Die Hütte hat gebrannt und jetzt hoffen wir, dass wir die nächsten Jahre immer weiter Richtung Stadt können und vielleicht dann irgendwann mal sogar auf dem Schlossplatz spielen dürfen. Rund eine Stunde später waren es Philipp Arne Bergmann und Malte Stiel, die jubelten. Bergmann und Stiel, die wie Borger und Büte am Olympiastützpunkt in Stuttgart trainieren, hatten sich über die Country-Quota und die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft. Dort kamen die beiden ins Finale und schlugen dort die Studentenweltmeister Tim Holler und Jonas Schröder im Tiebreak. Am Ende waren die Sieger sehr glücklich über ihren Triumph. Ja, es ist erstmal so irgendwie noch ein bisschen unwirklich. Also das Spiel ist gerade vorbei, die Siegerehrung ist gerade runter und ja, auch bei der Siegerehrung, wenn man oben steht und die Hymne hört, dann wird es schon ganz ein bisschen emotional. War ja auch der erste Turniersieg für uns zwei zusammen dieses Jahr und auch der erste überhaupt international. Und das geht dann schon ein bisschen unter die Haut, ja. Ja, mir geht's ähnlich. Also ich bin jetzt auch ein bisschen sentimental, weil ich es gerade eben schon gesagt, es wird erstmal mein letztes internationales Turnier gewesen sein. Es war einmal Zweiter, Finale habe ich also quasi schon mal gepackt, aber ein Sieg war für mich noch nie drin und jetzt so einen Abschluss zu haben, ist natürlich wirklich, also für mich perfekt. Im Rahmen der Stuttgart Beach Open fand auch ein Turnier für den Nachwuchs statt, der Beach Volleyball Regio Cup. Gespielt wurde im Modus Quattro Mixed Beach Volleyball. Die Beachvolleyball-begeisterten Kinder und Jugendliche konnten sich dabei in Teams zu je 4 bis 6 Personen zusammenfinden, wobei immer mindestens eine weibliche Person auf dem Spielfeld sein musste. Teilgenommen haben 5 Mannschaften, welche sich auf dem offiziellen Toto Lotto Court und sogar 2 Partien auf dem Center Court mit viel Sonnenschein und Freude duellierten. Im Modus Jeder gegen Jeden hatte am Ende das Schmiedener Gustav-Stresemann-Gymnasium die Nase vorn. Dahinter landete das Gymnasium Korntal und das Team Musketiere. Die erfolgreichen Spielerinnen und Spieler konnten sich neben Siegerpreisen auch über den kostenlosen Eintritt im Erlebnispark Trips Drill freuen. Ja, wir freuen uns natürlich bei den Stuttgart Beach Open hier Beachvolleyball von unseren Profis, Leistungssportlern bis runter zum Breitensport und zu den Jugendlichen hier zu zeigen. Deswegen haben wir auch gesagt, es ist wichtig, dass der Regio Cup hier im Rahmen des Satellite-Turniers eingebaut wird und wir freuen uns, dass wir hier auch
mit dem U18 Regio Cup die Schüler, die Jugendlichen an den Profisport ranführen können. Super, wenn sie hier auf dem Center Court spielen dürfen und die Atmosphäre von den Profis genießen dürfen. Am Ende war da nicht nur der Nachwuchs, sondern auch die professionellen Spielerinnen und Spieler von dem Turnier angetan. Ich fand es ein sehr gut organisiertes Turnier. Also echt sehr gut organisiert mit Essen und auch die Infrastruktur war hier perfekt. Ich denke, heute mit dem schönen Wetter war halt die Stimmung noch viel besser als die letzten Tage und ich habe das mega genossen. Die guten Rückmeldungen sind ein gutes Argument dafür, dass die Stuttgart Beach Open nach einer erfolgreichen Premiere 2014 im kommenden Jahr ihre Fortsetzung finden.